oder kaufst für 10 Trillionen Euro eine neue Kettensäge und die liegt hier im Dreck. Ihr Affen! Nochmal auf in den Kampf. Ja, einen wundervollen guten Morgen. Hier spricht Amina. Bin ich da richtig bei der Holzgroßhandlung? Haben wir nicht und frag nicht nach GmbH? Ja, oh, das ist schön, das ist schön. Ich bräuchte noch so 2 von diesen Stangenkonstruktionsvollholz. 6x16, könnt ihr ruhig in 13 Meter komplett liefern. Kettensäge haben wir. Schwierig. Ich habe auch schon gerade bei der Kriegen wir nicht mehr rein GDR angerufen und die sagen, das ist genauso schwierig. Hm. Ja, gucken Sie mal bitte nach. Dankeschön. Oh, das ist aber schön. Oh, Lieferzeit 4 Wochen nur. Ah, das ist super. Ja, da freue ich mich ja. Ja, das ist gut. Das können Sie mir denn den ungefähren Preis sagen? Oh, okay, vielen Dank. Sie können aber schon mal bestellen und ich werde gleich direkt parallel bei der Bank anrufen und eine neue Hypothek auf meine Immobilie aufnehmen, ja? Oder haben Sie vielleicht Interesse an einem Tauschgeschäft? Eventuell. Ich habe da noch eine gut verbrauchte Schwiegermutter. Nein. Eine Niere hätte ich auch noch. Eine habe ich über. Kaum versoffene Leber? Nee? Ja, schade. Jetzt will ich mit euch mal das Schnäppchenhaus-Video zu Ende drehen und mich nochmal ganz, ganz herzlich, Radio mal leiser machen, bedanken bei euch. Und zwar, das ist ja das Schöne an YouTube, dass man sich immer grundsätzlich, dass man sich immer gegenseitig hilft mit Kniffen und mit Tricks und mit Empfehlungen. Ne? So, ich habe Resitrix bestellt. Resitrix Fullbond. Und zwar diese Beschichtung für mein Flachdach, was ich da baue. Und zwar gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Dachpappe nimmt man, ihr habt natürlich recht, ich habe das natürlich im letzten Video nur gesagt, so aus dem Volksmund, da kommt Dachpappe drauf, ne? Dass ich da keine Dachpappe nehme, das war mir eigentlich im Prinzip schon klar. Ne? Und einer hat darunter geschrieben, hier, guck mal, Resitrix oder wie das heißt, keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine, habe ich dann bestellt, ist wohl auch so die marktführende Firma davon. Aber das Zeug ist natürlich auch mega teuer. Ne? Ihr wisst ja, ich schimpfe zwar immer über Kosten, was das kostet, aber das ist wirklich teuer. Also dieses Resitrex oder wie das heißt, Fullbond, selbstklebend und das wird nur 5 cm überlappt und wird dann mit dem Heißluftföhn verklebt. Zeigen wir euch alles, wenn wir das bald später drauf machen. Ich habe davon, oh Gott, ich glaube 5 Rollen bestellt, 50 Quadratmeter. Ich glaube, kosten irgendwie so 1500 Euro. Ich glaube, so 27 Euro pro Quadratmeter. So mega teuer, aber ich habe mich dazu entschieden, weil ich nicht da in 10, 15 Jahren wieder an das Dach dran muss. Ich muss mal überlegen, in 3 Jahren werde ich 50 und mit 65 fange ich nicht nochmal an, das Dach da zu sanieren. Ne? Und vor allem, man darf ja auch nicht vergessen, so ein Flachdach, wenn das irgendwo undicht wird, dann wird auch gleich die USB-Platte darunter wird gemmelig und quillt alles auf und die Dachsparren auch und so hat man natürlich einen Riesenschaden. Ich habe mich für dieses teure Resitrex Fullbond-Krams da entschieden. Weil A, ich möchte später von oben auch belastende Dachterrasse davon machen und B, ich möchte mindestens 30 Jahre Ruhe haben. Ne? Ich möchte da in meinem Leben eigentlich nicht mehr dran gehen, deswegen mache ich es natürlich auch gescheit. Ne? So, jetzt fahre ich mit euch mal hoch und gucke mal, wie weit Heiko da oben mit den Mauern ist und ihr seid mit dabei. Und das freut mich. Und nochmal vielen Dank für den Tipp. Wenn ich in diesen Schnäppchenhaus-Videos und so irgendwelche, ach Gott, Firmennamen oder Namen von irgendwelchen Produkten oder so nennen. Ne? Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte diesen ganzen Nagelstudio, Autogas-Geschichte so natürlich werbefrei halten. Mit der Ausnahme natürlich Eigenwerbung für uns, für unsere Firma und was wir natürlich machen, ist klar. Naja, und unser Hauptgasanlagenlieferant Prinz ja auch. Ne? Kriege ich auch kein Geld und nichts für, sind nur eigene Erfahrungen und fertig. Ne? Probleme habe ich jetzt natürlich. Wenn ich jetzt diese Schnäppchenhaus-Videos mache, dann kommen natürlich so einige Hersteller zum Tragen, die ich da natürlich erwähne. Und das ist natürlich auch nur dem Informationsgehalt geschuldet und nicht, weil ich da irgendwie sonst was irgendwas gesponsert werde oder sonst irgendwas. Ne? Ist eben halt so, die Produkte werden halt verwendet und
ich sag dann auch, was ich für Erfahrungen damit gemacht habe und natürlich auch, wenn ich da schlechte Erfahrungen mitgemacht habe. Ne? Also dem Informationsgehalt geschuldet, keine Werbevideos, ich kriege da nichts gesponsert von irgendeinem Hersteller. Ich habe auch mit keinem Hersteller oder so Kontakt oder so aufgenommen, dass die mir ja das da sponsern sollen und ich mache dann da Werbung für oder so. Ne? Ich bezahle meinen Scheiß da selber und fertig. Ne? Ich habe da gar keine Lust auf diesen Kram. Ne? Außer jetzt bin ich eine einzige Kooperation eingegangen und zwar mit einem Batteriehersteller. Weltgrößter Batteriehersteller überhaupt, weil das einer unserer häufigsten Probleme ist. Unsere Autos stehen ja immer eine ganze Zeit und Trecker und Baumaschinen und was nicht alles und Motorräder und Rasenmäher und so, die springen da natürlich immer nicht an. So, da gibt es einen Batterieprüfgerät, ich habe den Namen gar nicht mehr so im Kopf. Ich bin auf jeden Fall in die Kooperation eingegangen, ich sage, pass auf, schickt mir Batterien, schickt mir dieses Testgerät, was ihr da habt, das soll wohl bahnbrechend und toll sein. Und dann mache ich da auch mal ein Werbevideo von. Ne? Das soll aber wirklich eine Ausnahme darstellen. Also diese drei Sachen. Prinz ist leider mit im Boot. Na, was heißt leider? Ist halt der weltmarktführende Gasanlagenhersteller. Auf den können wir nicht verzichten. Kriege ich auch kein Geld für. Das Nagelstudio natürlich Eigenwerbung für uns. Ja, und dieser Batteriehersteller kommt nachher. Ne? Aber ihr werdet von mir keine irgendwelche DE-Drink-Krams, Mist-Krams-Werbung sehen. Ne? So, mal gucken. Wollen wir mal wieder foppen, ne? Guten Morgen, Heiko! Ach, Adi! Was bist du hier lustig? Na, Adi? Hier, hör mal, das ist doch hier, für mich zu arbeiten, ist doch wie, als wenn andere Leute Urlaub machen, oder? Das ist schlimmer für dich zu arbeiten, als wir andere Leute Urlaub machen. Guck dir mal das scheiß Dreckwetter an. Das ist doch, Mensch, du musst das alles mal ein bisschen positiv sehen. Das ist doch wie im Aquapark. Du hast hier unten hast du Wasser, da kannst du Badehose mitnehmen. Von oben hast du Wasser und Sonne hast du auch manchmal. Ja, wo sind die 35 Grad? Das schwitzt du nur. Ja, soll ich, will ich ja. Wenn du 35 Grad hast, Heiko, kannst du nicht deinen Lieblingspulli anziehen. Was willst du denn ohne deinen Lieblingspulli machen? Stimmt, ja, das hast so. Du. Stimmt. So, wollen wir mal gucken, was hast du denn jetzt hier gemacht? Ja, gemauert. Oh, schon ganz schön hoch die ganze Geschichte. Ja, hier kann ich nicht lang gehen, ich habe keine Gummistiefel. So, meine Lieben, dann zeigen wir euch mal, was Heiko bis jetzt gemacht hat. Und zwar hat er da oben sein Fusch mal beseitigt. Der oben den Sturz, den hat er ja auf so ein paar Mauersteine gestellt. Das fandst du irgendwie doof, ne? Ja, es war deine Anweisung und ich habe mir das wieder anders da überlegt. Gut. Ja, da hat er den Stein ausgeklinkt, den Sturz da oben schön eingearbeitet. So, da oben haben wir noch einen Stein drauf und da oben haben wir was ganz, ganz Tolles. Heiko, seine Idee war das, eigentlich wollten wir ja oben einschalen und einen Ringanker gießen, oben Stahl reinmachen. Aber es gibt fix und fertige Ankersteine. Das hat Heiko irgendwie rausgefunden, beziehungsweise er weiß das. Ich natürlich nicht. Und zwar sind das ganz interessante Dinge. Und vor allen Dingen, sie waren verfügbar und sie waren auch recht günstig. Ne? Ja. Das war echt mega günstig. Hier, guck ich das an, die werden einfach nur zusammengesteckt und dann werden hier oben die Moniereisen reingelegt und dann gießt man die ganze Schose mit Beton aus und dann ist das natürlich richtig mega stabil. Und es gibt auch Endsteine, das heißt also dieses ganze Einschalen und so kann man sich sparen. Wir haben für die ganze Palette Steine bezahlt mit, keine Ahnung, noch 20 Zementsäcke oder so irgendwas bei 180 Euro, ne? Ja. Was wir da schon wieder an Zeit und alles gespart haben, das geht echt auf keine Kuh halt, ne? Also das war gut. Ja, das, was er an Zeit gespart hat, zahlt er mir dann als Prämie, wenn ich fertig bin. Das sind dann ganze 2 Wochen. Ja, ich so, der Einzige, der hier wirklich fleißig ist, der Betonmischer. Ansonsten kommt hier ja nichts voran, nur wegen diesen 3 Tropfen Regen. Ja. Regnet es ein bisschen, dann stellst du dich wieder 3 Stunden runter und rauchst einen nach anderen. Oder? Ja, weil der Chef kommt und dauernd kommt, wir trinken den Kaffee. Ach, also, kommst du runter, raus mit mir eine? Nee, ich hab keine Zeit. Okay. Hier mit der Drainage müssen wir noch ein bisschen was machen, dass das Wasser hier gescheit abläuft. Ne? Warum hast du da gehabt, Junge? Da liegt er doch auf der Palette. Blind ist er. Schweiß! Genau. Stein! Ja, so, okay. So sieht's. Schleift wieder. Sitzt jetzt hier wieder 5 Minuten mal auf dem Stein. Kaufst du mal einen neuen Pulli? Nein, der Chef muss das machen. Neue Arbeitsklamotten kaufen muss. Ich habe welche bestellt von Amazon. Die sind heute in der Firma. Muss man drum fragen, ob man die eine abgibt.
Da muss ich einen Dolch dumm machen. Nee. Gut, also, wie gesagt, hier oben ist Endhöhe. Da oben ist Endhöhe. Hör mal ganz kurz auf zu klopfen. Da oben ist Endhöhe. Und der Sparren kommt in den unteren Schenkel des U-Eisens rein und geht waagerecht genau darüber. Das heißt also, die Höhe ist gleich mit der untersten Schenkelhöhe. Und dann klinken wir natürlich den, also da kommt, ach, wieder falsch erzählt, Mann, ich blöd, Mann, wird mit Beton ausgegossen. Dann kommt oben ein Sparren längst nochmal komplett drüber, 6 cm hoch. Und da oben kommt der Sparren drauf, der wird ausgeklinkt. Und dann haben wir, auf dieser sind genau 3 Meter, 2 cm ungefähr Gefälle drin. Von da nach da, weil wir da vorne natürlich draußen eine schöne Dachrinne auch dann anbauen werden, ne? Ist das matschig hier. Junge, Junge, Junge. Was, warum liegt denn hier Grillkohle? Ja, die sind ja nicht gegangen. Haben wir das weggeschüttet. Habt ihr gegrillt ohne mich? Nee, wann denn? Ach. Keine Zeit. Ja, wie keine Zeit? Zum Grillen muss immer Zeit sein. Genau. Da oben kommt der Endstein drauf. Nochmal einmal oben ein Sparren quer. Und dann kommen oben die Sparren so drauf. Das heißt ja nicht Sparren, das heißt dann ja, ach, was weiß ich. Ich habe ja keine Ahnung von der Scheiße. Ich schreibe es unten drunter. Ich weiß nur, wie es aussehen soll. Wie heißt denn der Sparren, der so quer liegt? Fette? Fette, ne? Das ist, glaube ich, eine Fette. Und das da oben ist ein Sparren, ne? Genau. Ich würde mal hoffen... Ganz oben beim Dach nennt man das Fürstfette. Ja, okay, genau. Das weiß ich ja alles nicht. Ja, ja, dann weißt du es doch jetzt, genau, oder? Aber sag doch mal selber. Schreib es unten drunter, das sieht doch schon gut aus. Das haben wir jetzt erstmal vorher ein bisschen abgestützt. Der Sturz, der macht natürlich ein bisschen was. Dann haben wir da oben auch nochmal Eisen drin. Und da oben kommt natürlich auch Stahl rein. Das ist natürlich alles. Besser geht es auf keinen Fall. Ja. Ja. Dann hoffe ich, dass wir bald mal... So, ach so, ja. Und das wollte ich noch erzählen. Da oben kommen noch Dachfenster rein. Da habe ich so Glaskuppeln bestellt. 3 Stück. Da kommen... Da 90x60 eine Glaskuppel oben drauf, in der Mitte eine Glaskuppel und da eine Glaskuppel. Und dann auch mit Schalter elektrisch zum Öffnen und zum Schließen. Weil diese großen Fenster, die gibt es nicht zu öffnen, die sind fest verglast. Da ist auch fest verglast und da an der Seite kommt auch fest verglast rein. Und hier natürlich die Tür. Und dann kann ich aber wenigstens zum Lüften nicht nur Tür aufmachen, sondern ich kann oben die Glaskuppel dann auch elektrisch auffahren. Ist eine gute Idee, ne? So, Resitrex, wie heißt das? Resitrex? Folie, so ähnlich, ja. Genau, habe ich auch bestellt. Dann ist ja eigentlich alles im Lot, Baumaterial, alles im Incoming. Ja, ja, Fürststein, die Schallungssteine habt ihr gesehen, den weiteren Plan habt ihr gesehen. Die Schallungssteine setze ich heute noch. Ja, genau. Da müssen wir echt zusehen, dass wir das Dach drauf kriegen, weil wir saufen ja hier echt ab, ne? Ja, nächste Woche Dienstag ist drauf. Also zumindest dicht mit Folie. Ja, ja, ja. Hoffentlich. Ja, nee, weil heute setze ich hier die Schalsteine noch, morgen mache ich das und fange an zu betonieren. Sieht schon gut aus. Und vor allen Dingen alles mega stabil hier. Unsere mega Stahlkonstruktion, wo hier alles komplett in diesen fetten mega Fundamenten sitzt. Das auch alles. Also das wird schon schön stabil. Und guckt euch mal diese Aussicht an. Aber habe ich letztes Jahr schon drüber geschwärmt, ne? Okay, ja, haben wir es erstmal so weit. Da kriegst du die Endhöhe, die Mauer kriegst du da hinten auch noch fertig, schätze ich, ne? Ja. Da? Ja, ja. Super. Ja, ja, dann war es das erstmal wieder. Und ich denke mal, euch hat das Update vom Schnäppchenhaus gefallen. Und bald geht es weiter hier richtig mit Action, Dachdecken und so. Heute konnte ich nicht so viel, ganz viel Neues zeigen, weil Heiko ist natürlich auch schon... Der quält sich hier echt ganz schön ab. Ist natürlich echt auch nervig, ne? Jetzt 3 Steine, regnet wieder wie Sau, ne? Jetzt hast du ja schon im strömenden Regen gearbeitet, damit es hier irgendwie weitergeht, ne? Ich bin froh, dass ich ihn habe, dass er so schön macht. Auch wenn er einen hässlichen Pulli hat. Aber es ist halt sein Lieblingspulli, ne? Oh, tschüss. Ich hab 2 davon. Hast du gar nicht? Hab ich, ja. Was hast du nur zu deiner Verteidigung? Nein, ich habe 2 davon, Edge. Okay.